zusammen. Heute geht es um einen Tiefkühlschrank G55 GS, wie Gefrierschrank. Und da haben wir eigentlich zwei Versionen. Einer mit dem Standardkompressor BD35 und dann der mit dem BD80CN mit Propan, was sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren durchsetzen wird. Aber ich habe eine Frage bekommen, 2-3 Videos zurück, was dann da BD80 heißt, BD35, BD2, BD1,4 und so weiter. Warum diese Zahlenleistung? Und da komme ich zurück und den Schrank hier, Tiefkühlschrank, lassen wir mal stehen. Und ich habe ja hier den BD35, das ist der meistverbaute Kompressor. BD heißt bei Secop Danfoss, das ist eine 12 Volt, 24 Volt Reihe, das war jetzt nur ein 12 Volt Kompressor und 3. Der Kompressor ist von 1970. Und 1970 war es noch schön. Da hatten wir drei Kältemittel. Kühlung, Tiefkühlung und Klima. Heute haben wir für Kühlung schon eine ganze Palette. Und diese drei bezieht sich bei diesem Kompressor auf den Hubraum. Dieser Kompressor hatte 3 Kubik Hubraum. Im Haushaltssektor gab es das Gleiche. Da hat man auch 3 Kubik Hubraum oder 5 Kubik Hubraum und so weiter. Und so hat man früher den Kompressor mit dem Hubraum verglichen. Also wenn ich einen 3 Kubik Hubraum habe, habe ich 3 Kubik Hubraum, bei 5 Kubik Hubraum habe ich fast Doppelte und so weiter. Beim SC12, da hatte ich dann 12 Kubik Hubraum, weil von 1928, da wurde das Kältemittel R12 entdeckt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich es bei uns verbreitet und kam dann 1990 in Verruf, weil es so schlecht war. Sie heute immer noch das beste Kältemittel, behaupte ich. Also das heißt, man hat da 50 Jahre lang sich nur ein Kältemittel eingesetzt im Haushaltssektor, in der Kleingewerbekälte. Und natürlich auch bei 12-Volt-Kühlgeräten. Das heißt, wir hatten da dann noch, der Nachfolger war dann ein Zweier, der hatte dann 2 Kubik Hubraum. Und dann konnte man eigentlich sagen, ich hatte ja hier beim Haushaltskompressor einen Drehstrommotor drin mit den 50 Hertz. Da wissen wir, ist ganz definiert, wie schnell das der läuft. Mal die 3 Kubik Hubraum. Und dann der Saugdruck, das ist wichtig, bei minus 23,3 Grad Celsius. Wie kommen wir auf minus 23,3 Grad Celsius? Also ich habe hier den neuesten Kompressor, den Nano. Und hier das Datenblatt. Und hier das Datenblatt, hier steht der irgendwo BD50, das ist N-Nano50K. Hinten haben wir die Kältemittelbezeichnung als K. Und dann sehen wir das Datenblatt, das findet ihr im Netz, das ist überhaupt kein Thema, wenn ihr euch dafür interessiert. Und das sind dann ganze Tabellen. Und hier haben wir den Temperaturbereich. Und hier ist immer noch minus 25 Grad und minus 20 Grad. Und dazwischen haben wir noch einen Wert von minus 23,3. Und wenn wir dann hier vergleichen, nach amerikanischer Norm hat der 58,1 Watt. 68,1 Watt. Jetzt, weil ich einen 50er habe, durch 50, dann gibt das irgendwo einen Wert von 13 Watt pro Kubikmeter. Aber warum komme ich jetzt auf die minus 23 Grad? Rechnet das mal um zu den Amerikanern.
minus 23,3 Grad sind minus 10 Grad Fahrenheit. Aus diesem Grund ist die aber, das ist eine Norm, die sich irgendwo festgelegt hat, die minus 10 Fahrenheit. Und so haben wir die immer noch übernommen. Wenn ich jetzt eben die 68 Watt teile durch 5, dann komme ich auf 13, plus minus, ein bisschen verdrücktes. Also das heißt, pro Kubikmeter Hubraum habe ich bei minus 23,3 Grad, sprich 10 minus 10 Fahrenheit, habe ich eine Leistung, es kommen noch andere dazu, von 13 Watt. Das war früher schon so. Nur damals hatte ich einen R12, dann kam ein R134a. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel weitergehe zum BD220, dieser Kompressor 220, der hat eine Kälteleistung von 279 Watt bei den gleichen Bedingungen. Wenn ich das aber durch 220 bzw. durch 22 teile, weil der fährt mit einem anderen Kältemittel, dann komme ich wieder auf 12,6 Watt, also wieder die 13. Plus minus ist das immer etwa den Wert. Man hat ein bisschen aufgerundet, ein bisschen abgerundet. Es gibt auch den BD220 CN. Der hat noch ein bisschen weniger Leistung, aber wieder pro Zahl hat der wieder die etwa 13 Watt Leistung. Also bei dem Kompressor hier, das ist der BD80, der hat eine Gesamtleistung von 100 und irgendwas verdrücktem Watt. Bei dem minus 23 Grad durch 8, dann komme ich wieder auf die 12,5 Watt pro Zahl. Jetzt wenn wir den 35er hier, den kleinen Nano, hier anschauen, das ist ja BD50. 50 wären 5 Kubik gewesen. Und ich habe hier das Datenblatt und was könnt ihr alles euch runterziehen. Der hier hat jetzt aber nur, sieht man vielleicht, Hubraum, 2,6 Kubik Hubraum. Nur, der läuft auf Spitze auf 4.500 Umdrehungen. Wenn ich natürlich höhere Drehzahl fahre auf dem Kompressor mit einem kleineren Hubraum, dann habe ich die gleiche Leistung bzw. das gleiche geometrische Fördervolumen wie bei einem großen Hubraum und einer niedrigen Drehzahl. Wegen dem ist das, stimmt mittlerweile der Hubraum nicht gegenüber der Leistung. Drehzahl reguliert und so weiter und so fort. Wir haben also heute schon Kompressoren, die drehen auf 12.000 Umdrehungen. Da braucht ihr nicht mehr viel Hubraum. Viele laufen auf 2.000 Umdrehungen, da braucht ihr wieder viel mehr. Ich hoffe, damit jetzt mal die Frage wegen dem Hubraum beantwortet zu haben. Das ist ein alter Zopf, der 50 Jahre lang gültig war und heute hat man das ein bisschen umgeändert, aber es hat immer noch gültig der BD35, das ist der Kompressor hier, 49 Watt Leistung und der hier hat 100 Watt Leistung. Es stimmt auch nicht ganz vom Hubraum her, aber es ist ein Anhaltspunkt und wenn ihr die Daten genau wissen wollt, geht ins Internet, zieht euch auf der Homepage von Secop oder anderen Homepages von anderen Herstellern die Datenblätter runter, die sind öffentlich verfügbar, dann könnt ihr die Kühlleistung rauslesen, wenn ihr versteht, wann, wo, was lesen, weil die Tabellen sind nicht ganz einfach. Habe ich schon im letzten Video erklärt, wo es ums Kühlsystem geht. Ja, hier habe ich jetzt, Standard ist der BD35 drin. Mit dem 80er habe ich bei hohen Temperaturen auch wieder die Leistung, dass ich hier minus 20 Grad erreiche. Der geht auch runter noch auf weiter, weil ich habe hier eine Stromaufnahme von diesem BD80, wenn er läuft, von Spitze 120 Watt.
Das ist, wenn der läuft. Über den Thermostat, der sitzt hier, schaltet er der Kühlschrank bei minus 22 Grad, also 20 Grad aus. Und dann braucht er keinen Strom mehr. Und im Schnitt braucht jetzt der Kühlschrank hier um die 30 Wattstunden pro Stunde. Da könnt ihr das mal 24 rechnen, dann habt ihr den Tagesverbrauch. Und dann mal 365, dann habt ihr den Jahresverbrauch, den man heute angeben muss. Aber im Wohnmobil macht das effektiv keinen Sinn, da der Stunden- oder den Tagesverbrauch. Über den Kühlschrank hier sage ich nicht viel mehr. Über den Tiefkühler. Wir haben einen Kühlschrank, den 76F. Der hat kein Eisfach, der ist aber genau gleich groß. Man kann dann theoretisch zwei übereinander stellen. Da mache ich hier ein Video dazu. Könnt ihr anschauen. Und über das Video mit den Kompressoren, mit den Leistungen, verlinke ich euch hier. Hier könnt ihr mir wieder mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.